Andreas Linke ist für uns dort an diesem Grenzübergang. Andreas, wie ist denn die Situation jetzt bei Ihnen? Ja, hier an der Grenze wird extrem sorgfältig kontrolliert. Wenn man hier hinter uns sieht, in jedes Auto wird reingeschaut, in jeden LKW. Da wird durch die Kabine geklettert von den Bundespolizisten. Da wird in den Kofferraum geschaut. Das hat natürlich auch einen Hintergrund, denn der mutmaßliche Täter hat auch Kontakte und Verbindungen zu Deutschland. Er hat auch hier für ein Jahr in Deutschland im Gefängnis gesessen, von Januar 2016 bis Februar 2017, wegen schweren Einbruchs. Also auch hier eher ein normales Strafdelikt, möchte ich jetzt sagen. Und ist dann nach Frankreich abgeschoben worden. Er galt hier in Deutschland nicht als Gefährder, aber hat eben Kontakte und Verbindungen zu Deutschland. Er wohnt praktisch auf der anderen Seite der Brücke, die jetzt hier auf dem anderen Ende des langen Staus liegt oder auf dem auch der lange Stau, auf der auch der lange Stau ist. Und darum ist die Wahrscheinlichkeit, so schätzen die Behörden das ein, dass er nach Deutschland geflohen ist oder das vielleicht noch tun wird, groß. Und darum wird hier sehr, sehr intensiv kontrolliert. Und die Staus sind wirklich auch lang und mit großen Folgen für die gesamte Bevölkerung hier in der Region verbunden. Andreas Linke, vielen Dank für diese Information.